So, hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jo, wir haben endlich diesen Wassertempel hinter uns gebracht, haben Morpha besiegt und müssen nun weitermachen mit dem nächsten Tempel. Und ich habe ja erwähnt, ich will in die Wüste. Ich will den Wüstentempel jetzt machen. Und da reiten wir jetzt auch mal hin. Müssen wir jetzt nur auf die Ebene kommen. Die muss ich gar nicht, das kann ich auch schon machen. Die um Epona zu holen. Ach, da ist ein Grabstein, den man wegschieben kann. Das sieht man ganz dezent. Kleiner Bug hier. Das sieht man ganz dezent auf jeden Fall, was man da durch kann. Ja, aber wir holen jetzt gleich Epona und reiten dann Richtung Wüste und dann, yeah. Oh, was ist denn los? Ah ja, die Wolken, immer noch die Wolken, ja. Wir spielen jetzt ja in einer leicht anderen Reihenfolge, wie das vorgegeben ist vom Spiel. Deswegen nervt mich Navi mit. Ich ganz nett nur damit. Hey, die Wolken über den Todesberg sehen böse aus. Oder so. Jo, Spinne, stirb! Stirb, Spinne! So. Spinne ist gestorben. Und hier hinten, da unten auf den Feldern, ob es man unten sieht, da ist ein ziemlich cooles Ding eigentlich. Ein ziemlich cooles Herz hat echt verschenkt. Aber ich gerade, wenn ich den Kopf, wie man den genau macht, das ist auf jeden Fall, man muss es mit der Zukunft und Vergangenheit irgendwie vermischen, weil ich glaube, es ist so, man muss in der Vergangenheit dahin gehen an der Stelle. Und das ist so eine Vogelscheuche. Da muss man praktisch, kann man sein eigenes Lied praktisch komponieren sozusagen. Ich glaube, 8-10 Töne lang ist es. Wenn man das dann Lied dann als Erwachsener spielt, dann bekommt man ein Herzteil oder sowas. Aber ja, mal gucken, egal. Da muss ich nochmal nachschauen, wie das genau geht, weil jetzt da rumzuprobieren, das ja. Ne, machen wir erstmal Tempel für Tempel für Tempel für Tempel. Und dann sehen wir schon weiter. Dass wir so ein Zeitquest machen können. Das müssen wir wieder überlegen. Oh, das wollte ich gar nicht. Kacke. Da müsste es ja. Da müsste es dann praktisch so gehen. Genau, richtig. Im Prinzip ist das ist Epona Song und der Zeldas Wiegenlied. Zeldas Wiegenlied im Prinzip fast dasselbe, bloß wenn man es genau andersrum spielt. Also sozusagen rückwärts gespielt irgendwie. Also fast. Fängt da woanders an, aber wenn das Ganze durchspielen würde, würde man dann. Egal. Auf in die Wüste! Heute ho! Haben wir schon alles erledigt, glaube ich, ne? Aber die Zimmermänner haben wir auf jeden Fall befreit. Ehrlich. Genau, die Wüste müssen wir jetzt praktisch noch durchqueren sozusagen, ne, glaube ich. Genau. Wie ha. So, leider ist es Nacht, deswegen hören wir die tolle Musik leider nicht. Aber man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Oh, jo. Ey, es geht da runter, Epona. Verarsch mich nicht. Danke. Hier in der Schlucht gibt es übrigens auch, glaube ich, ein bisschen was versteckt. So ein paar Herzteilmäßig und so. Da muss ich auch nochmal schauen, wie genau das da war. Aber das erkunden wir dann nach dem Geistertempel, dann würde ich sagen. Wüstentempel, Geistertempel. Genau. Die Gerudo-Festung. Da muss ich jetzt, oh. Ah, komm, herab. Okay. So. Nun, Kleiner. Ja. Ja, ich muss so hochgehen zu der Ische. Und bei der oberen Ische. Dann praktisch befehligen, dass sie das Tor runterlässt. Hochlässt. Hochlässt. Hochlässt, ja. Genau. Öffnet sozusagen. So. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf den richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung. Folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du bist immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Jack.
frage mich, wer das Tor hochzieht. Irgendwelche Sklavenarbeiter, die da unterm. Da steckt sie so dran. Ich klopfe da nur einmal drauf und dann. Huch, ja, hat's geklappt. No, okay, Ebola können wir übrigens nicht mitnehmen in die Wüste. Mal schauen, was hier auf dem Schild steht. Gespensterwüste. Vertraust du deinem Instinkt, verschlingt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Alles klar, wir haben wirklich alles im Battle. Wir haben den coolen Enterhaken und wir haben natürlich das Auge der Wahrheit. Und damit sind wir schon voll ausgerüstet, um die Wüste zu durchqueren. Ja, wir sehen schon den Sandsturm und die Sicht ist super geil. Das ist auch in der Nacht. Ne? Und das ist jetzt eine, warum man eigentlich den Enterhaken braucht, um zum Geistertempel zu bekommen. Es ist eigentlich nur genau diese Stelle hier. Du musst eigentlich nur das. Dieses Ding hier. Oh Gott. Überwinden. Es geht aber mit dem Fanghaken nicht. Fanghaken nicht, weil es zu kurz ist. Und das war's schon. Das ist der einzige Grund, warum man einen Enterhaken braucht. Schon hier geht es, glaube ich, zum fliegenden Händler. Schon was das Schild sagt. Oh, ihr rastlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert, besucht mich. Ringhändler. Wenn wir das Schild gelesen haben, ist mir fast versunken hier im Sand. Wenn man zu lange stehen bleibt, dann, ja. Versinkt man so langsam. So, oh. Kacke, da können wir nicht hin zum fliegenden Händler. Zum fliegenden Händler, dann brauchen wir, glaube ich, die Schwebeschuhe. Das ist so ein Hippie, so ein ganz cooler. Hey, yo, peace, alter Bro. Ich habe einen fliegenden Teppich und geile Ware. Moses, echt guter Stoff, dieses Moses. Oder so. Jetzt müssen wir im Prinzip einfach nur den Flaggen folgen. Und genau diesen Weg gehen. Aber ich glaube, ich habe die Wüste noch nie des Nachtes durchquert. Krass. Echt nur ein bisschen was anderes. Hm. Schon fast was Künstlerisches, so wie diese Pixel. Oh Gott. Ach da, okay. Diese Pixel-Dinger da so rumwabern oder Sandsturm simulieren sollen. So die Nacht und die Farbtöne, sieht gerade ziemlich geil aus, wie so ein modernes Kunstwerk. Oder so. Ja doch, kann man so sagen, so ein modernes Kunstwerk. Ach, haben wir schon geschafft? Ach, das war aber schwierig. Jetzt haben wir hier praktisch diesen Schutzbunker, sag ich mal, diese Zwischenstation, diese Außenposten. Wie auch immer man das nennen mag. Da können wir sich mal runter. Oh, eine goldene Skulptur, nehmen wir doch gleich mit. Aber natürlich hier auch erstmal für Licht sorgen. Uah. Ja! Und die Skulptur haben wir mitgenommen. Ja, super. Eine goldene Skulptur. Yeah, 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 yeah. Wir müssen nehmen, was zu holen ist. Ach, und da die Kiste. Ja, genau, die werde ich auch mit. Was da drin ist, ich habe keine Ahnung. Ach, 50 Rubine. Das ist aber schön. Verdammt, jetzt zu fliegen dahinter, das wäre geil. Naja, aber geht leider nicht. Geht leider nicht, geht leider nicht. Naja. Was will man machen, ne? So, jetzt müssen wir dann einmal nach oben gehen. Das ist so eine Art Wendeltreppe, glaube ich, war das. Oder so Wendelgang. Fahrt. Ja, genau sowas hier. Und dann müssen wir das ja lesen. Lesen. Jene mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Huch, und da ist es ja schon. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, alleine überlebst du es nicht. Das ist der geil. Wir müssen gerade schon den Pfad langlaufen, den ihr auch geht. Das war ziemlich kurios. Ich habe gemeint, ich bin denselben Weg gegangen. Aber da ich doch nicht dieselben Schlenker gemacht habe, bin ich wirklich wieder zum Ausgang gekommen. Also es war schon ziemlich abgefuckt. Ach, und Monster sind auch da. Ja, die ignorieren wir aber jetzt einfach mal. Oh, die Kiste ist wichtig. Die müssen wir gleich sogar berühren. Zack. Aber rauf bin ich sicherheitshalber nicht, dass sie da meinen, oh, du bist im Faden, du hast den Faden nicht gefolgt. Das ist Schwachsinn. Ja, aber wir müssen wirklich kreuz und quer rennen. Ja, 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 ja. Ja, ist dieselbe Kiste nochmal, oder? Ist dieselbe Kiste? Ich weiß nicht. Dieselbe Kiste. Huch. Nein, geh weg.
Ja, ein Geist, bleib hier. So, bin ich da? Ja, wir sind da. Da hinten ist schon das Ziel. Wir erblickten den Wüstenkoloss. Die Sonne ging auf. Und die volle Pracht des Kolosses offenbarte sich uns. Oder so. Ich glaube, die kann man nur mit Bomben kaputt machen. Ja, geh weg, komm. Und hier müsste irgendwo auch noch eine Fee sein. Die wir natürlich auch mitnehmen. Die hat da so eine Art Schild für uns. Ach, die Musik. Schön. Yeah. Ah, ich weiß nicht mehr, wo sie war. Die gute Fee. Ja, kommt, Leute. Ein bisschen schön. Die war hier hinten. So ums Eck. So. Oder war sie gleich auf der anderen Seite? Oder war sie gleich da hinten irgendwo? Ach doch, da ja, zwischen den zwei Palmen. Da sieht man so einen kleinen Riss in der Wand. Ah, du willst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Heute nicht. Oh Gott, Krähen auch noch. Ja, besser. So, dann mal hier schnell die Bomben auswählen. So, dann können wir reingehen. Aber wir sind wieder bei einer großen Fee angekommen, sozusagen, kriegen wieder was Neues. Dann muss ich gleich hier das hier aus und dann spielen wir Zeldas Wiegenlied. Beim ersten Mal, habt ihr es gesehen? Beim ersten Mal, hahaha. Ich lerne langsam dazu nach dem 10. Tempel. Ja, nach dem 10. Tempel da übrigens so die Phase, wo man dazu lernt, endlich, ne? Wo man dann alles auswendig weiß. Das ist ein Schmarrn. Egal. Begutachten wir wieder mal die Pracht der Fee. Wunderschön. Ach, einfach diese Kurve. Boah, Hammer, ey. Geht mir schon so ein bisschen einer ab, ey. Immer wieder. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte, nimm ihn an. Oh, oh Mann. Krakatawa! Yeah. Nairus, Umarmung. Setz diese kraftvolle Magie, diese kraftvolle magische Schutzaura mit C ein. Genau, wenn wir das Ding praktisch einsetzen, dann bekommen wir so. Ja, sind wir praktisch in so ein. Ich weiß gar nicht, wie man diesen geometrischen Körper nennt. Nennen wir mal Prismen. In diesem Prismen-Gedöns sind wir da praktisch eingeschlossen, in diesen Kristall halt. Und es ist sozusagen unser Schutzmantel. Da bekommen wir, glaube ich, keinen Schaden. Haben wir keinen Schaden? Ich weiß gar nicht. Kein Schaden oder verminderter Schaden? Ja, weiß auch nicht. Es hat auf jeden Fall übelst Mana. Aber das ist echt nicht ohne, was da da drauf geht an Magie. Aber ja, man kann nicht alles haben, ne? Wie gesagt, dafür ein Schutzschild. Hält dann, glaube ich, sowieso 30 Sekunden oder sowas. Oder eine Minute, keine Ahnung, wie sowas. Aber das ist schon mal nicht schlecht, ne, für so ein Bossfighter. Not bad. So, das ist praktisch auch schon der Wüstentempel. Ist der Wüstentempel, Wüstenkoloss, Geistertempel. Der mehrere Namen, das Ding, ne? Und Blick nach oben zur. Ja. Genau, schön. Statue, Leute, da. Schön, schön. So, und wir sind drin. Ich laufe mal so durch. Ich weiß auch nicht, wieso ich das tue. Kenn ich doch schon. Genau, jetzt bloß haben wir hier folgendes Problem.
Wir kommen hier nicht durch, weil wir können als Erwachsene ja nicht kriechen. Und hier auf der Seite versperrt uns diese Block hier. Den können wir nicht schieben, ist zu schwer. Und da oben auch nichts, wo wir uns festhalten könnten. Blöd. Mal schauen, was hier auf den Schildern steht. Wer in die Zukunft reist, der möge aus der Vergangenheit kommen und die Kraft des Silbers tragen. Komme in der Vergangenheit her mit dem reinen Herzen eines Kindes. Tja, ich glaube, die Schilder sprechen eine eindeutige Sprache. Wir sollen praktisch in die Vergangenheit und als Junge den Tempel machen. Yep, das muss gleich niesen. Gott, ist das schlimm. Nicht so schlimm als ein bevorstehender Nieser. Okay, es geht wieder. Genau, also wir müssen in die Vergangenheit reisen, mit dem Kind den Tempel machen, damit wir praktisch was bekommen, womit wir dann praktisch die Kraft bekommen, diesen Stein da wegzuschieben. Alter, da ist doch ein... Der war vorher nicht da, der voll buggy, ey. Krass. Gut, also müssen wir zurück. Hilft nichts. Oho. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeit. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Oh ja. Auch ist ein geiler Song eigentlich, ne? Ziemlich nice, der Song, ziemlich nice. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Yeah. Ja, und Sheik verschwindet wieder, wie es ausschaut, ne? Wie immer. Ist halt ihr Ding, sein Ding. Tut mir leid. Wir müssen zum Lichttempel. Wie war die Melodie für noch? Ich hab keine Ahnung. Kacke. Oh Mann. Tut mir leid, ich muss nachschauen. Okay. Okay, alles klar. Ja, ich möchte bitte zur Zitadelle der Zeit zurückkehren. Sire, bringen Sie mich zurück zum Tempel, Sire. Und wenn Sie schon dabei sind, bringen Sie mir noch gleich einen Earl Grey. Tut mir leid. Ach ja. Earl Grey, das wär's jetzt echt. Alfred? Nein. Ich hab keinen Alfred. Ein Alfred wäre echt praktisch. Aber ich glaube, ein Alfred wird doch echt viel Geld kosten. Sein eigener Hausbutler.